Die Caravan Salon 2017 News an unserer Hausmarke Pössl interessierten uns am meisten und so seht ihr hier die Neuigkeiten des Campsters sowie des Summits. Als Ergänzung zum Campster, sicherlich kennt ihr unser Praxistestvideo, wurde auf der Messe neues Zubehör ausgestellt. Zubehörhersteller Brandrup bietet für alle Fenster sogenannte Isolite, maßgeschneiderte Alumatten zum Schutz vor Sonne und Dunkelheit zum Einkletten. Ein Fliegengitter für das Heckfenster ist ebenso erhältlich, auch einklettbar. Das vierteilige Faltbett als Topper für unten finden wir wenig gut gelungen, da es sperrig und zu dick ist, um die Schranktüren aufzubekommen. Das untere Bett ist auch saubequem. Das Sonnensegel dagegen ist für 200 Euro preiswert und auch nützlich. Es wird an Top Rail, einem Aluprofil mit Kederleiste am Fahrzeug befestigt. Dank Top Rail lassen sich nun auch Markisen am Campster befestigen. Taschen samt Utility Boxen hat Brandrup auch angefertigt. Für hinten im Heck, hinterm Beifahrersitz herausnehmbar und als Isoliertasche für Kühles gedacht. Es gibt sogar noch weitere Taschen an diversen Stellen. Hier einmal die komplette Preisliste des Zubehörs. Neu ist ja auch, dass der Summit 600 Plus, den Pössl nun in einem neuen Werk in Vielbrunn als Serienmodell bauen wird, top ausgestattet ist. Neben der erheblichen Preisreduktion gegenüber dem Summit 600 wartet das Modell aber auch mit extrem viel Zubehör im Standardumfang auf. In vielen Pössl-Modellen gibt es nun einen Gastank aus Kunststoff. Er ist hermetisch abgeriegelt und weist nur zwei Öffnungen nach unten auf. Eine optionale elektrische Schiebetür für den Jumper oder Ducato ist jetzt auch im Programm.